Hallo und willkommen bei der Alpenrevue. Steve Hillage ist sicherlich einer der faszinierendsten und produktivsten Künstler der progressiven Rockmusik. Seine Beiträge reichen von melodiösen Canterbury Sound bis hin zur Produktion des Reissängers Khaled. Steve Hillage spielte in der legendären Kultband Gong und betreibt seit Jahren die elektronische Band System 7. In 1979 nahm er ein experimentelles Album mit dem Titel Rainbow Dome Music auf, das man heute im Nachhinein als einen der zentralen Meilensteine bei der Erschaffung des neuen Genres Ambient ansieht. Obwohl nahe liegt, dass während der Aufnahme den Beteiligten nicht bewusst war, dass man eines Tages diese LP als ein Ambient-Album ablegen würde, ja, dass sie sogar einer der wichtigsten Eckpfeiler bei der Entstehung dieser ungewöhnlichen Musikgattung sein würde. Vorweg gesagt, ich fand die Künstlernennung bei diesem Projekt immer ein wenig unfair. Denn Rainbow Dome Music ist eine Zusammenarbeit zwischen Steve Hillage und seiner Partnerin Miquette Girodi, mit der er bereits in Gong gespielt hatte. Es wäre fairer gewesen, das Album als Hillage and Girodi zu veröffentlichen, doch vielleicht war das etwas, das damals niemandem in den Sinn kam oder der Plattenfirma Virgin nicht gefiel. Das Album beginnt organisch mit Aufnahmen von fließendem Wasser und morpht bald zu einer waschechten Weltraummusik. Der Sound wird von dem sphärisch klingenden Arp-Synthesizer dominiert, angereichert mit Moog. Ein Fender Rhodes-Piano wird ebenfalls sehr effektiv eingesetzt. Steve Hillage ist in erster Linie Rockgitarrist, doch alle Gitarrenpassagen halten sich hier gekonnt zurück, um kein unnötig rockiges Gefühl aufkommen zu lassen. Sie sind mehr leidenschaftliche Stimmen im Hintergrund, die diese sonnenaufgangsartige Atmosphäre unterstreichen. Das Album besitzt auf jeder Seite einen Track. Der von Mike Girodi konzipierte Beitrag auf der A-Seite trägt den Titel Garden of Paradise, während sich auf der B-Seite Steve Hillages Stück Forever Rainbow befindet. Dieses Stück ist eine kleine Spur dunkler und in der Begrifflichkeit der Ambient-Musik ein wenig vollendeter. Es ist harmonisch gewagter und experimentiert mit abgleitenden Sounds, die dem Zuhörer schnell ein Gefühl von freiem Fall vermitteln. Und die letzten 10 Minuten der B-Seite sind ein großartiges Beispiel für frühen Drone-Sound und einer Musik, die hier ihrer Zeit eindeutig voraus ist. Das Album wurde im Januar 1979 aufgenommen. Es war angeblich eine Auftragsarbeit, die, wie man auf dem Plattencover ablesen kann, für das Mind-Body-Spirit-Festival im selben Jahr gedacht war. Wer sich ernsthaft für Ambient oder Ambient-artige Psychedelic-Musik interessiert, kommt an dieser Pionierarbeit nicht vorbei. Das Album mochte bei seiner Erscheinung ein obskurer Beitrag gewesen sein, für den sich nur eingeweihte Soundgeeks interessierten, doch in den darauffolgenden Jahren wurde es immer wieder neu entdeckt und etablierte sich als ein Kultalbum und ein progressiver Wurf aus den frühen Stunden der Ambient-Geschichte. Perfekte Sphärenmusik für mentale Reisen und ja, man müsste es gar nicht dazu sagen, es ist außerordentlich cannabisfreundlich. Ich kenne euch doch. Das war Rainbow Dome Music von Steve Hillage und Miquette Girodi aus dem Jahr 1979.